Wir hatten ja gemeinsam vereinbart, jetzt einen intensiven Bürgerdialog aufzunehmen. Ich finde es schade, dass der Bürgermeister jetzt den Dialog mit den Bürgern über die Stadtbahn abbricht, bevor er überhaupt begonnen hat. Wir alle wissen, dass Hamburg große Verkehrsprobleme hat. Die Stadtbahn wäre ein gutes Instrument, um diese Probleme zu lösen. Einfach nur dagegen zu sein, wie die CDU jetzt ohne eine andere Alternative zu präsentieren, das ist für eine Regierungspartei etwas wenig. Das höre ich heute zum ersten Mal. Also ich weiß, dass es in der CDU Bedenken gegen die Finanzierbarkeit des Projektes gab. Also diese Trasse haben wir gemeinsam erarbeitet und ich habe eigentlich bis auf den Kreisverband Nord, die CDU von anderen Vertretern der CDU bisher noch nicht gehört, dass sie an der Trasse Probleme gefunden hätten. Wir haben gemeinsam ein Konsolidierungsprogramm erarbeitet. Und das bestätigt eigentlich meine Einschätzung, dass das, was wir in den letzten Monaten gemeinsam versucht haben zu tun, auf Seiten der CDU anscheinend nicht mehr ernst gemeint war. Na, jeder muss sich aussuchen, wie er einen Wahlkampf führt. Also wir haben ganz klare Vorstellungen über die Zukunft dieser Stadt. Vieles davon war jetzt im Regierungsprogramm mit der CDU vereinbart. Dazu stehen wir auch weiterhin. Und jetzt geht es nicht gegeneinander, sondern darum, um die besten Zukunftskonzepte der Stadt zu präsentieren. Und das werden wir Grüne auch ganz konsequent machen.